Wir kommen ja überwiegend aus der Kultur und deswegen schauen wir auch immer, welche Inszenierungsmöglichkeiten haben wir für unsere Projektideen, die die Thematik auch sehr einfach und greifbar machen. Und da bietet sich natürlich die Flaschenpost an, als ein Symbol für Schiffbruch und Hilfeschrei auf der einen Seite, aber andererseits auch Wünsche und Träume und Hoffnungen, die man damit verbindet. Und so haben wir ein Flaschenpostformular entwickelt, schon relativ früh, im Jahr 2002 haben wir damit begonnen, diese kleine Flaschenpostumfrage zu machen, was so die Hauptprobleme für die Menschheit sind und welche Gefahren lauern, wem man individuell, persönlich zutraut, diese Probleme auch effektiv zu lösen. Und die Frage nach eigenen Wünschen für die Zukunft. Dieses Flaschenpostformular kommt dann jeweils in eine Plastikflasche, die als Auftriebskörper für eine gemeinsame Insel dient. Und das war natürlich naheliegend jetzt auch im Rahmen der Theaterformen, die dieses Jahr wieder in Hannover stattfanden, dieses Flaschenpostamt zu inszenieren, weil wir da eine sehr schöne Interaktion mit dem Publikum haben, 1:1, also es ist jetzt keine Show, sondern es ist ein wirklicher Dialog über ein wichtiges Thema, was wir haben. Und so entstehen tolle Gespräche und auch Gedankengänge bei den Menschen, die da mitmachen. Und ihre Wünsche, ihre Gedanken sind die Energie, auf der diese Insel letztendlich schwimmen wird, das kleine Flaschenpost-Biotop.